Also, ich habe mir ihre Akte angesehen. Call Girl? Aber das ist ja eklig. Hat dieser Job auch nur irgendwas Erhebendes? Na, da erhebt sich einiges. Also, das ist... In der Stunde keine Witze, bitte. Und wollte mal fragen, ob vielleicht heute Abend eine Ihrer Escort-Damen zur Verfügung steht. Okay. Wollen Sie Jasmin, Zitrus oder Birne? Was? Die Lotion. Ich habe mir gerade erst die Socken angezogen. Das mache ich nur so nebenbei, bis das mit meiner Schauspielerei anläuft. Wenn du mir heute nachschwörst, dass du das hier nie wieder tust, würde ich dir $30,000 geben. Ohne urteilen zu wollen, finde ich das total beknackt. Du, nicht bei deinen Schwiegereltern? Erst ab morgen, da kommen dann nämlich Delta und die Kinder an. Er hat mein Leben verändert. Und gütiger, nein. Du hast mein Leben verändert. Du hast mein Leben verändert. Es gab also noch andere. Doch wer hochsteigt, fällt auch tief. Ich habe ein Vorsprechen für dich. Das ist Isabella Patterson. Nein, die geht gar nicht. Ich finde, die passt haargenau. Wieso magst du die Kleine nicht? Wer sagt, dass ich was gegen sie habe? Du benimmst dich recht komisch in ihrer Gegenwart. Wo ist denn der Fahrer? Haben wir was Falsches gesagt? Peinlich. Ich hab die Rolle! Toll, ich freue mich wirklich wahnsinnig. Jetzt freut er sich. Bei mir bist du immer deprimiert. Warum denn nur? Das ist ja toll. Da ist meine Therapeutin. Alarm! Stufe! Rot! Was hat diese Frau an sich, dass sie so gottverdammt von ihr vereinnahmt sind? Warum musstest du... Sie... Genau. Mir $30,000 gegeben. Für eine Nacht. Sie müssen toll sein.